Vielen Dank an Nikolaus von Miltitz. Und jetzt habe ich Ihnen versprochen, dass ich Ihnen mal einen unserer neuen prominenten Besitzer in München präsentiere und wahrscheinlich einen der ganz großen Neueinsteiger im deutschen Galopprennsport. Und das ist El Sur Racing. Jochen Stargardt steckt dahinter. Herr Stargardt, wenn ich sage Neueinsteiger, Sie haben in diesem Jahr trotz Corona und vielem mehr einen riesen Rennstall sich zugelegt. Wie viele Pferde sind es mittlerweile? Ja, mittlerweile sind es 8, die bei Michael Ficke im Training stehen. Und die haben Sie wo überall gekauft? Weil es gibt natürlich unterschiedliche, nennen es jetzt mal Arten von Besitzer. Es gibt die Besitzer, die sagen, ach, ich fange relativ zeitig an zu züchten und habe da meine eigenen Produkte. Dann gibt es die Besitzer, die sagen, ich gehe auf die Auktionen, kaufe mir startfertige Pferde, weil ich sofort Spaß haben will. Und dann gibt es die Besitzer, die sagen, ich möchte die Entwicklung des Pferdes mitnehmen. Das heißt, die sind dann meistens auf Herbstauktionen oder Jährlingsauktionen aktiv. Wie war es bei Ihnen? Bei uns war es genau so, wir gehören zur letzten Klasse. Wir kaufen gerne ein Paket Hoffnung auf den Jährlingsauktionen. Haben da letztes Jahr im Herbst bei der BWAG gestartet und sind ganz zufrieden, wie die erste Saison jetzt gelaufen ist. Haben eine Menge dazugelernt und haben noch mehr Mumm auf den kommenden Jahrgang. Da werde ich gleich ein bisschen nachfragen, da gehen wir gleich ins Detail. Ich wollte Ihnen mal einmal ganz kurz auch das Renndress zeigen, weil das Besondere, wenn Sie noch keinen Rennstall haben, Sie dürfen sich auch ein Renndress selbst aussuchen. Also das E für El Sur und ES. Und Giorgi Dracci, der Auszubildende am Stall von Michael Figge, ist jetzt auch bei uns, der, glaube ich, viel Spaß hat. Ne? Du hast viel Spaß beim Reiten? Ja, viel Spaß, ja. Und er macht sich auch richtig gut. Er macht es super und deswegen sehen wir ihn auch immer ganz gerne auf unserem Starlet sitzen. Was mich jetzt noch interessiert, Herr Stargardt, Sie haben jetzt gerade auch gesprochen, wir wollen die Entwicklung mitmachen und so weiter und so fort. Sie haben viel gelernt. Was war denn übrigens mal so, wenn wir an den Anfang zurückgehen, so der erste Moment, wo Sie gesagt haben, ich will Rennstallbesitzer werden? Ach Gott, damit gehe ich schon mein Leben lang schwanger. Ich bin in den 80ern sozialisiert, habe also Rivalen der Rennbahn damals im Fernsehen verfolgt und Acadenango in der Sportschau noch gesehen. Und seitdem hat mich der Galoppsport eigentlich nie mehr so richtig losgelassen. Im Hinterkopf war der immer. Aber es war eigentlich unerreichbar, unvorstellbar, mal ein eigenes Rennpferd zu besitzen. Und dann hatte ich beruflich ein bisschen Glück und Erfolg. Und jetzt habe ich die Möglichkeiten und jetzt gilt der Traum, in die Tat umgesetzt zu werden. Ja. Ich sage ja immer, es ist eigentlich wunderbar, wenn man die Möglichkeit hat, auch unter der Woche mal seine Pferde beim Training zu sehen, vielleicht dann auch mal am Abend, wenn es noch was zu fressen gibt, mal schnell zum Schmusen vorbeizukommen. Das sind so die Momente, die mir am besten gefallen. Sie werden ja auch die Möglichkeit haben, hier am Quartier von Michael Figge regelmäßig vorbeizuschauen. Wie oft klappt das? Oh, das klappt nicht ganz so oft, wie ich es mir wünsche, weil wir in der Nähe von Stuttgart wohnen. Aber sobald es die Zeit zulässt oder es beruflich mal nach München geht, dann schnarre ich natürlich immer im Rennstall vorbei und es macht natürlich auch riesen Spaß. Und der Michael hat mir auch die Möglichkeit gegeben, einen weiteren Lebenstraum umzusetzen. Ich bin im Frühjahr das erste Mal bei der Morgenarbeit mitgeritten und das muss ich sagen, von dem Erlebnis zähre ich heute noch. Das glaube ich. Also das ist ja ganz außergewöhnlich. Aber Sie haben vorher ja auch mit Pferden schon Erfahrung gesammelt, weil es gibt noch eine andere Sportart, ich habe ein bisschen vorbereitet, die Sie auch sehr schätzen. Ja, die große Leidenschaft gehört natürlich immer noch dem Polosport, den ich ausübe. Und da werde ich auch die nächsten Jahre, solange es der Körper zulässt, noch ein bisschen Gas geben. Und mal gucken, vielleicht ist auch das ein oder andere Starlet dann auf der Rennbahn so langsam, dass wir es irgendwann in den Polosport umsiedeln werden. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich Ihnen das wünschen soll, ehrlich gesagt. Wenn Sie jetzt mal Ihre 8 Schützlinge sich im Rennstall anschauen, wie haben Sie sie ausgewählt? Sind das eher die Pferde, wo Sie vielleicht auf klassische Rennen hinziehen oder sind das die Pferde, wo Sie sagen, gerade so ein Basisrenntag wie heute, das finde ich auch spannend. Also wo soll die Reise hingehen? Ach Gott, letztes Jahr war das alles noch ohne Plan. Das sollte es mal das erste Rennpferd werden. Am Ende waren es dann 4. Wir haben da in Champagnerlaune in Baden-Baden ordentlich zugeschlagen. Da war auch das ein oder andere Schnäppchen dabei. Da muss man mal gucken, die werden sich dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich eher in den Ausgleichsrennen wiederfinden. Aber dieses Jahr haben wir schon, sage ich mal, ein bisschen überlegter zugeschlagen. Auch geguckt, dass die Abstammungen so passen, dass wir hinterher ein bisschen weiter züchten können. Und da soll es dann die nächsten Jahre hingehen. Und natürlich träumt jeder mal von dem klassischen Sieger. Aber ich sage mal, ob das in den nächsten 2 Jahren schon der Fall sein muss, wir haben ja noch ein bisschen Perspektive. Wir sind aber hier in München schon sehr stolz darauf, dass wir bei uns in der Trainingszentrale, ist eine der größten in Deutschland mit einer eigenen Turnierbahn, in diesem Jahr zum Beispiel auch einen klassischen Sieger gesehen haben von Sarah Steinberg, Stall Salzburg. Also nichts ist unmöglich. Wir haben ja hier auch schon Gruppe 1 Siegerinnen trainiert, wenn ich an Werner Glanz beispielsweise denke oder eben auch wieder an den Stall Salzburg. Was sind das für Trainingsbedingungen hier? Die Trainingsbedingungen sind aus meiner Sicht ideal und wenn man hier morgens bei der Morgenarbeit guckt, es gibt einfach nichts Schöneres, wie die Sonne aufgehen zu sehen und dann die Galopper da im Morgennebel über die Bahn ziehen zu sehen, also die Trainierbahn, die in einem hervorragenden Zustand ist, da kann man als Besitzer
wirklich guten Gewissens seine Pferde hier trainieren lassen. Und ja, wir sind rundum zufrieden und will eben auch die Tatsache, dass die Grasbahn noch zur Verfügung steht und wir die Rennbahn wirklich nur für die Renntage nutzen müssen. Ich denke, das werden alle Aktiven bestätigen, die auf dem Geläuf unterwegs sind. Ich habe immer so ein bisschen auch ein Auge natürlich, wann die Pferde im Führing sind. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Deswegen können wir hier auch ausführlich und in Ruhe in der Sonne von München noch ein bisschen sprechen. Academy, das ist noch ein Stichwort. Deutscher Galopp hat sich jetzt auch ihr Know-how, ich sag mal, gesichert. Vielleicht können Sie uns über die sogenannte Academy noch ein bisschen was verraten. Was steckt hinter dieser Idee und wie weit ist man? Naja, es war so, dass ich letztes Jahr im Herbst dann gesagt habe, gut, jetzt haben wir 4 Rennpferde, jetzt muss ich mich mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigen. Habe dann gedacht, das Beste ist, ich mache einfach den Besitzertrainer-Lehrgang. Nicht, weil ich als Besitzertrainer jetzt aktiv werden will, der würde mir auch die Zeit verfehlen. Aber ich wollte einfach alles an Wissen aufsaugen, was da zur Verfügung steht. Und habe mir dann gedacht, eigentlich, es gibt so viele verschiedene Interessengruppen rund um den Galoppsport. Für die ein breites Weiterbildungsangebot zu schaffen, das würde ich für eine gute Idee halten, um neue Besitzer zu gewinnen, neue Wetter zu gewinnen, einfach noch mehr das Thema wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich denke, da ist die Weiterbildung ein gutes Vehikel dafür. Und jetzt haben wir die Idee geboren, diese Akademie Deutscher Galopp an den Start zu bringen. Und wir sind dran, ein Programm zu stricken. Ich freue mich über viele Zuschriften an akademie@deutscher-galopp.de mit Ideen, mit Referenten. Alles ist gerne gesehen und willkommen. Wir sind da ganz am Anfang und wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung und vor allem an den Referenten. Da knappt es noch so ein bisschen. Da finden wir mit Sicherheit jemanden. Ich bin ganz fest überzeugt, dass auch der ein oder andere vielleicht von der Besitzervereinigung gerade zuschaut. Der kann da mit tollen Kontakten natürlich das Büro in Köln auch nochmal weiterhelfen. Ich bedanke mich. Ich drücke alle Daumen jetzt für die kommenden Jahre. Wir freuen uns sehr. Elsur Racing, neuer Besitzer mit 8 Pferden seit diesem Jahr am Münchner Standort.